Für mich ist Lind und deshalb nur als Anregung verstanden. Reges kulturelles Leben, eine ganz besondere Kneipen- und Musikszene, viele sehr rührige Vereine, das Fährmannsfest, die drei Bs, Lindner Berg, Lindner Bier, Lindner Butcher, das Heizkraftwerk, Industriegeschichte, einst Preußens größtes Dorf. Linden ist bunt, Linden ist vielfältig, Linden liegt im Herzen Hannovers und hat das Herz am richtigen Fleck. Ein schönes neues Jahr 2020. Das ist auf keinen Fall, sondern sie beruht auf einer ganzen Reihe von Sekundärliteratur und es gibt einige Leute im Stadtteil, herzlichen Dank an dieser Stelle an Jenny Peter, die dabei sind, das momentan aufzuarbeiten und herauszufinden, wie tatsächlich das wirkliche Datum der ersten Nennung historisch belegt auch nachzuweisen ist. Und wenn sich im Laufe des Jubiläums herausstellt, dass es nicht 1115 war, dann haben wir entweder Grund, noch ein Jahr dran zu hängen, oder wir wissen wenigstens, dass im Jahr, das zum 1000-jährigen Jubiläum das Richtige da war. Warum eigentlich 39 Jahre? Da wurde die Örtlichkeit erstmals in einer Urkunde erwähnt. Circa 1115. Was heißt circa? Und wieso zum ersten Mal erwähnt, dann war sie vielleicht schon länger da, aber nicht erwähnt. Vielleicht haben wir schon 1000 Jahre. Na gut. Uniformmantel und die Frauen. Circa 1914. Mit Mottenbefall. Mann, oh Mann, wenn du damals in den gelben Seiten geguckt hättest, eine Weltfirma nach der anderen. Brauerei, Ziegelei, Holz- und Steinhandel, Kalibergbau, Brauerei. Da gab's doch noch gar keine gelben Seiten. Chemische Fabrik, Brauerei, Eisengießerei und Maschinenfabrik. Sag doch gleich Hannenbach. Stimmt. Das war später die Hannumach. Hattest du Brauereien schon? Ja, Brauereien. Und die mechanische Weberei. Ja, ja, richtig. Der Lindner Samt, der war damals weltberühmt. Leider alles vorbei. Na, an der Stelle steht jetzt aber auch was Berühmtes. Die Schaumeinerinnen begrüßen Sie ganz herzlich auf Ihrer Reise um die Welt.